Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Fullface Douglas Eigenmarken-Schminki für dich. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Manche der Produkte kommen mir persönlich sehr bekannt vor. Ihr könnt ja mal gerne eure Vermutungen, was so dupe-technisch drin sein könnte, beziehungsweise wenn ihr das Produkt seht, ne, unten in die Kommentare reinschreiben. Ich habe auch schon in meinem Haul ein bisschen gespoilert darüber, was so meine Ideen sind. Ich werde mich mal in diesem Video charmant zurückhalten und gucken, was eure Ideen sind. Ich starte das Ganze mit dem Skin Augmenting, ich kann es nicht aussprechen, Serum Primer, Multitasking Serum Primer, der soll super viele Sachen machen, das Gesicht beruhigen und Anti-Aging sein und hat einen Pumper, hat Lichtschutzfaktor 25, aber so viel packe ich mir nicht davon ins Gesicht. Ich habe Lichtschutzfaktor 50 plus schon auf dem Gesicht, ne? Riecht nach nichts und sieht Lotion-mäßig aus. Also die Konsistenz gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Lässt sich toll verteilen, bildet keine Würstchen und Leute, ich habe viel Hautpflege drauf. Ich meine sogar ein ganz kleines bisschen Glow wahrzunehmen. Das kann aber auch daher kommen, dass ich schon so viel auf dem Gesicht habe und im Prinzip meine Haut so genährt ist. Aber wenn ich meine Finger so anschaue, sieht man so einen leichten Glanz, ne? Als nächstes habe ich hier so einen Under-Eye-Corrector. Bringt irgendwie jeder gerade raus, oder? Ja, die Mutter aller Under-Eye-Corrector ist definitiv Bäcker gewesen und jetzt jeder gefühlt. Eye Optimizing Concealer, Full Coverage Concealer habe ich in der Farbe Rosé oder Rose Beige. Das ist so ein kleines Glaspöttchen. Übrigens war das hier auch Glas, ne? Also verpackungstechnisch sind die recht hochwertig unterwegs, sind preistechnisch aber auch gar nicht so niedrig. So sieht das Produktchen aus und ich gebe mir den eigentlich, bevor ich die Foundation auftrage, auf. Also jetzt halt, ne? Da kann man sich entweder einen Pinsel nehmen oder mit den Fingern so. Dann nimmst du nur ein ganz kleines bisschen Produkt und kannst es dann auftragen. Und das ist ja dafür da, um Augenschatten zu kaschieren und auf eine natürliche Art und Weise einen concealenden Effekt zu bringen. Und mit dem Finger am besten eintapern, so ist es nämlich auch vorgesehen als Produkt ohne Foundation oder so. Also für den Alltag richtig, ne? Zack, bumm. Also das finde ich krass, muss ich wirklich sagen. Da aufgetragen, da nicht. Man sieht einen Unterschied, oder? Also das kann ich mir wirklich als Easy-Peasy-Alltagsprodukt auch vorstellen, weil du siehst sehr gesund unter den Augen aus, aber man sieht jetzt nicht irgendwie große Übergänge oder so. Man könnte es natürlich auch noch auf das Auge drauf geben. Da habe ich aber gleich auch noch eine Eye-Base. Egal, mache ich jetzt mal drüber zu Präsentationszwecken. Und na, jetzt fängt es aber hier an der Seite ein bisschen an zu krümeln. Das ist natürlich blöd. Das bin ich von anderen Under-Eye-Correctern tatsächlich anders gewöhnt, dass die nicht so rumkrümeln. Da muss man sich noch ein bisschen rantasten. Vielleicht war meine Augencreme einfach zu reichhaltig für das Produkt, ne? Dann habe ich hier eine Foundation. Ja, ne? Auch wieder Glass Ultralight Nude Wear Foundation. Die soll eine Medium-Deckkraft haben, 12 Stunden anhaltend, Hydrating, 96% natürliche Inhaltsstoffe. Ist doch schön. Ich habe die Farbe 5. Ultralight Nude. Könnte funktionieren, aber ich bin mir nicht ganz so sicher. Das hat schon irgendwie doch einen recht gelben Unterton, ne? Pumpe ich mir mal ein bisschen was raus. Hallo. Dass wir uns mal die Ultralight Texture angucken können. Oh, sie ist auf jeden Fall recht flüssig. Die riecht nach Kuchen. Ich kann mir nicht helfen. Und die ist mir auch ein bisschen zu dunkel. Ich muss aber sagen, jetzt kurz bevor es anfängt mit Sonne kommt raus und so, habe ich natürlich das krasseste Helligkeitslevel meiner Haut erreicht, ne? Weil meine Haut jetzt am längsten keine Sonne mehr gesehen hat. Und dementsprechend sind so viele Foundations mir einfach zu dunkel, die mir aber in ein, zwei Monaten 1A passen werden, ne? Und da muss ich jetzt wirklich sagen, wow, also das sieht richtig, richtig, richtig toll aus. Die hat sich schön mit meiner Haut verbunden, auch mit dem Primer. Ich habe eine super trockene Haut an der Nase, um die Nase herum. Da hat die keine Probleme mit. Ja, hier ist halt so richtig trocken, also dass die Haut sich auch ablöst. Deswegen achten wir da jetzt nicht ganz so doll drauf, ne? Aber da hat die auch keine Probleme. Da hat eher die Haut Probleme, weil die sich denkt, oh je, jetzt kommt auf einmal was Nährendes auf mich zu. Dann sehe ich gerade, dass ich definitiv meine Augenbrauen hätte vorher rasieren sollen. Das hatte mein Freund mir eben noch gesagt. So, Mist. Aber ja, jetzt ist es halt so, wie es ist, ne? Aber wir kommen damit klar. Und richtig schöne Foundation. Sie hat eine schöne Deckkraft. Muttermale kommen durch, Sommersprossen kommen durch. Leichte Rötungen kommen auch noch durch. Leicht kommen meine Rötungen auch noch durch. Es sieht alles aus wie Haut, aber wie saftige, gesunde Haut in meinem Gesicht. Also ich finde es
Wirklich schön vom Finish, abgesehen von der leicht zu dunklen Farbe, aber das können wir gleich noch ein bisschen ausgleichen, denke ich mal. Ich hatte mal in einem Adventskalender diese Let Me Stay Creamy Eyeshadow Base, die ist mir jetzt aber leider echt eingetrocknet. Das heißt, die wird entsorgt. Ich hatte noch einen weiteren Eyeshadow Primer mal bei Douglas in einem Adventskalender drin, das haben die öfters mal reingepackt, was ich echt cool finde, Long Lasting Eyeshadow Primer. Und das ist dieser hier, der ist leicht gefärbt. Und der ist halt wirklich auch sehr, sehr dick und auch echt deckend. Dann gehen wir weiter zu dem Puder. Da habe ich hier dieses Douglas Skin Augmenting Hydra Powder in Loose. Und das soll Instant Cooling machen, also es soll kühlen. Es soll die Poren ausblurren, Anti-Aging sein und halt ein Setting Powder. Ne? 8,5 Gramm haben wir hier drin. Die Verpackung finde ich ganz cool. Also das ist Fingerabdruck anfällig, Mensch. Aber die Verpackung finde ich richtig cool. Das ist halt sowas zum Hochklappen und dann hast du hier auch dieses Netz. Mag ich persönlich immer richtig gerne. So, etwas auf den Pinsel genommen und dann unter den Augen. Und ja, es fühlt sich echt nass an. Ich liebe das. Das gibt es ja von der einen oder anderen Marke, die ja leider pleite gegangen ist. Ne? Aber jetzt hier von Douglas ist doch ganz nice. Und für den Rest des Gesichtes einen etwas größeren Pinsel. Das ist auch nicht weiß, sondern so leicht gelblich. Und das riecht irgendwie nach Mandel. Oder ist es der Pinsel? Nee, das ist schon das Puder, ne? Ich mag Mandelduft. Gott, das ist so merkwürdig, weil sich das echt anfühlt, als würde ich mir gerade Wasser ins Gesicht pinseln. Also das ist noch intensiver mit diesem Nass- und Cool-Effekt als die anderen, die ich jetzt so bislang mal ausprobiert habe. Richtig schön. Mein Hautbild gefällt mir wirklich, wirklich gut. Das Einzige, was ich jetzt auf dem Gesicht habe, wo ich jetzt nicht so Ultra-Fan von bin, ist tatsächlich dieser Under-Eye-Corrector. Wir machen weiter mit dem Bronzer, den ich gerade als Spiegel verwende. Der Big Bronzer Face and Body Bronzing Powder habe ich in der Farbe 50 Nude Sand. Ja, und der hat auch einen leichten Schimmer mit drin und der ist wirklich hell, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass der so hell ist, aber gut. Ich gehe da ordentlich mit dem Pinsel rein und ja, gebe mir das auf mein Gesicht. Dort, wo die Sonne zuerst das Gesicht küsst, wird der Bronzer zum Einsatz kommen. Aber das ist wirklich super hell, ne? Ich bin jetzt schon ordentlich am Rühren und am Pinseln und am Machen und am Tun. Sehr, sehr dezent. Also wer wirklich nach einem sehr hellen Bronzer immer schon mal gesucht hat, wird hier fündig werden. Oder nach einem Gesichtspuder. Das kann man sich auch als Puder verwenden, oder? Stimmt. In der Farbe halt, ja. Die Produkte, die ich übrigens in solchen Videos wie diesem hier aussortiere, landen zuallererst in meiner Gruppe oder in der, im Community-Tab für die Kanalmitglieder, die ab Ehrenbürger quasi meinen Kanal als Mitglied abonniert haben. Und ja, da erstelle ich halt, wer mag, ne? So Posts und verschickt die Produkte dann für Oma. Also da muss nichts für bezahlt werden. Also wenn du Bock hast auf eine Kanalmitgliedschaft und auch mal so ein bisschen in meiner in Anführungsstrichen Krabbelkiste zu wühlen, ist das etwas, was du halt unter anderem als Vorteil als Mitglied hast, wenn du halt, wie gesagt, ab Ehrenbürger die Mitgliedschaft abschließt. Alles dazu steht unten in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Und jo! Das ist auf jeden Fall ein schöner Bronzer an und für sich, aber ich persönlich finde, dass er einfach zu hell ist. Das heißt, das ist ein Produkt, was nicht bei mir bleiben wird. Ich habe so eine Face and Cheeks Highlighters Palette mal auch in einem Adventskalender drin gehabt. My Glow Palette ist noch mit dem alten Douglas Logo halt, ne? Und da habe ich Töne drin, die ich gerne als Blush und als Highlighter verwenden möchte. Das hier ist tatsächlich eher so ein Blush Lighter, aber ich trage mir den jetzt hier mal auf. Mal gucken, das könnte dann ja so einen leicht rosy Touch geben. Leicht ist gut, also man sieht ihn schon nicht schlecht, ne? Ist auf jeden Fall eine machbare Kiste, finde ich, oder? Also das sieht gesund aus, es sieht süß aus, es hat was Frühlingshaftes. Und jetzt möchte ich natürlich auch noch den Highlighter verwenden. Da haben wir ja drei verschiedene Töne hier drin. Ich gehe jetzt hier mal in den zweiten Ton rein. Und die sind sehr, sehr schön, finde ich, ne? Also aus dieser Palette, weil das generell sehr strahlend ist, was man hier rausbekommt. Man sieht es auch. Ich finde es richtig schön. Und deswegen finde ich, ist es auch eine Palette, wenn man die mal damals im Adventskalender hatte, die kann man auf jeden Fall echt gut auch einsetzen. Der dunkle Highlighter-Ton bzw. der Bronzer-Ton hier in der Mitte ist jetzt nicht unbedingt was für mich, ne? Also ich arbeite nicht so gerne mit schimmernden Bronzern, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo die rauskam oder im Adventskalender war, war das recht angesagt, ne? So, ein bisschen auch noch auf die Nasenspitze, wobei da auch wirklich die Foundation und der Primer noch ganz so gut auch rauskommen, ne?
Aber eine sehr, sehr schöne Palette, finde ich. Ist cool, ne? Ja. Augenbrauen habe ich mir einen Augenbrauenstift geholt. Das müsste in der Farbe Cool Blond sein oder sowas. Oder Dark Blond, die Farbnummer 2. Das ist einfach so ein Stift. Ganz klassisch zum Anspitzen und auf der anderen Seite mit einem Spoolie. Oh, der gibt aber gut Farbe ab. Da muss man nur ganz leicht an den Augenbrauen entlang gehen. Also das kommt einem wirklich eher wie so ein Augenbrauenpuder vor, was man hier in der Stiftform sich aufträgt. Ganz verrückt. Und so ein bisschen Krümmel habe ich auch in meinen Augenbrauen. Aber ich weiß ja, was ich nachher als Dupe quasi nennen werde. Es passt einfach richtig gut. Also am Ende des Videos werde ich euch meine Dupe-Vermutung nämlich nennen. Die Farbe finde ich aber sehr, sehr schön. Dann habe ich hier noch etwas und zwar von Douglas auch der Brow Pen 12 Stunden Micro Stroking Pen in der Farbe 1. Das ist einfach so ein Filzstift und damit kann man sich künstliche Augenbrauenhärchen einzeichnen. Ich habe keine Ahnung, warum ich ständig meinen Bronzer zur Seite lege, weil den nutze ich ja gerade auch die ganze Zeit als Spiegel. Den kannst du echt schön nehmen, um hier so Härchen einzuzeichnen. So feine Härchen. Ganz sanft mitarbeiten, weil die Farbabgabe auch sehr, sehr gut ist, ne? Also ich würde den nicht verwenden solo, sondern immer nur in Kombination. Wenn ich einfach mir die Augenbrauen mit einem Stift oder mit einem Gel oder was auch immer gezeichnet habe und einfach noch so ein bisschen Härchen brauche, weil vielleicht so die ein oder andere Lücke da ist, die ich jetzt nicht mit dem Stift auffüllen wollte, ne? Ich finde, das sieht einfach harmonischer so aus. Ein Augenbrauengel habe ich gar nicht von der Douglas Eigenmarke, weswegen ich einfach das verwende, was ich aktuell in Anwendung habe. Einen Schluck trinken und dann geht es jetzt mit dem Augenlook gleich weiter. Da habe ich diese Palette, aber ich glaube, die ist aktuell schon ausverkauft. Douglas XX Gentile Cantone oder Cantone, das ist halt so, oder Cantone, keine Ahnung, das ist so eine Kooperation gewesen. Und die fand ich echt hübsch, ne? Da sind so Blumen abgebildet. Und hier drin haben wir überwiegend matte Töne und den ein oder anderen Schimmerton. Hier ist auch ein Pinsel mit drin enthalten, den ich jetzt aber gerade nicht verwenden möchte. Zuallererst starte ich mit dem Ton Khaki Collection. Das ist, ja, wie der Name schon sagt, ne, so ein olivgrüner Khaki-Ton. Oh, sehr, 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 sehr staubig. Sieht man das? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Den gebe ich mir erstmal hier außen hin. Oh, der ist aber sehr dunkel. Aber gut, hätte ich mir auch denken können bei der Farbnamenbezeichnung. Und den setze ich mir auch ein bisschen in die Lidfalte. Ein bisschen ist gut, also schon ziemlich. Als nächstes gehe ich in den Ton Passion. Das ist so ein Gelb-Orangeton. Und mit diesem Ton blende ich das Grün so ein bisschen aus. Dann nehme ich mir den Ton Green Fabric. Das ist ein dunkler Petrolton. Und den setze ich mir im Prinzip so ein bisschen tiefer in die Lidfalte rein, weil ich möchte gleich eine Cut Crease ziehen. Das wird sehr fleckig. Wow, das ist nicht schön. Leider nein. Und das sind sehr hochwertige Pinsel, ne? Von Letizia Lehmann. Hallo? Schwierig. Mit dem Lidschattenprimer nehme ich mir hier so ein Würstchen auf und ziehe mir eine Cut Crease. Dann nehme ich den Ton Fashion Show, das ist so ein schimmerndes Grün auf. Setze mir den hier nach außen. Diesen Roségoldschimmerton Sparkling Bronze. Bis fast in den Innenwinkel rein. Und den Ton Dolce Vita, dieses ganz helle Champagner-Schimmertönchen, nach ganz innen und auch in den Innenwinkel. So, ich habe mir den Ton Green Fabric jetzt auch an den unteren Wimpernkranz aufgegeben, also diesen Petrolton, ne? Und ich muss sagen, die Schimmertöne kommen so natürlich richtig krass raus, aber ich weiß nicht, wann meine Augen zuletzt so alt ausgesehen haben, so faltig, ne, weil doch sehr, sehr viel Produkt drauf ist. Ist wahrscheinlich auch eine Anwendersache, aber na, mal gucken, wie sich das gleich noch weiter verhält. Ich möchte jetzt super gerne einen Eyeliner verwenden. Da habe ich den Cat Eyes Waterproof 18 Stunden Long Lasting Eyeliner mit ultra dünner Spitze. Das ist einfach ein Filzliner. Und den nehme ich jetzt zur Wimpernkranzverdichtung und auch für einen Wing. Naja, also der ist nicht so tief schwarz, aber der hat es jetzt auch super schwer. Ich habe so viel Lidschattengedönsen drauf, ne? Naja, ist solide, würde ich jetzt einfach mal so dazu sagen. Dann verwende ich hier das All Day Superfixer Mist, Make-up Setting and Hydrating Mist, Close Eyes During Application. Okay, 50 Milliliter sind hier drin und eine Kugel. Oh, ein feiner Sprühstoß. Sehr, sehr angenehm. Dann nehme ich mir meine wundervolle Wimpernzange zur Hand und biege meine Wimpern.
Ich glaube, in den Adventskalendern hatten wir die beiden Mascaras drin. Das ist einmal hier die Oh Yes Lashes Mascara und die Volume Obsession Mascara. Beide Bürstchen sind tannenbaumförmig, wobei wir bei der Oh Yes Lashes Mascara ein Gummibürstchen haben und bei der Volume Obsession ein Faserbürstchen. Und die Oh Yes Gedönsen ist definitiv stärker duftend als die hier. Die riecht nach ungefähr nichts. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Vierte Schicht. Ihr merkt's, ne? Ich versuche, dass sie mir gefallen, aber ich finde sie alle beide ziemlich langweilig und der Look dafür ist einfach zu intensiv, ne? Und es ist schade, denn Douglas hat ja zum Beispiel die Vice Versa Mascara auch rausgebracht, die richtig, richtig gut ist. Ich hatte mich jetzt aber für diese beiden Mascaras entschieden, euch die zu zeigen in diesem Schminki. Und ja, meine Augenbrauen müssen echt mal getrimmt werden. Naja, schade, wirklich schade, denn ich finde die alle beide nicht gut. Ich nehme jetzt tatsächlich die Vice Versa Mascara und mache die so ein bisschen drüber. Das ist so eine Hybrid-Mascara, die hat auf der einen Seite Faserbürstchen, auf der anderen Seite Gummiborsten. Die macht nämlich noch ein bisschen mehr Wawawum, ne? Ich vergesse manchmal, wie geil die ist, ne? Wahnsinn, die sollte ich echt öfters mal benutzen. Und da habe ich jetzt einfach nur noch eine Schicht drüber gemacht. Positiv ist natürlich dann bei all diesen Mascaras, dass du sie schichten kannst, ohne dass sie jetzt super klumpig werden oder dass die Wimpern so verkleben. Und so gefällt mir der Augenlook jetzt endlich auch, ne? Jetzt habe ich noch einen Lip Liner. Ja, der war auch im Adventskalender. Ich weiß noch nicht, doch. 01 Lovely Brown ist hier die Farbe. Das ist eine richtig schöne Farbe. Kannst du dir auch so auf die komplette Lippe auftragen, dann hast du halt eine matte Lippe. Mag ich auch gerne leiden, so tatsächlich den Look. Aber ich habe jetzt hier noch einen Lipgloss, den ich mir aber jetzt nicht von Douglas, sondern von Colourpop hier rausgelegt habe. Das ist einfach aus dieser Disney Bambi Collection, habe ich mal von Marion geschenkt gekriegt. Da habe ich hier Bambi. So, das ist jetzt einmal der fertige Look und er gefällt mir richtig gut. Meine Zähne sind gerade so weiß, gerade. Schöne Sache. Und jetzt auch in der Kombination und so. Julius ist wach geworden. Also die Jalousien geht hoch, weil mein Freund gerade unten Julius fertig macht scheinbar. Genau. So gefällt mir auch der Augenlook. Ich hatte nämlich erst gedacht so, oh, ist das wirklich meine Palette? Also so in der Kombination gefällt mir das. Und jetzt kommen wir mal zu meinem Fazit, was die Produkte angeht, was ich persönlich vermute, zu welchen Produkten oder Marken das dupe sein könnte. Bei dem Primer würde ich sagen, da gibt es doch einen von Love, der so ähnlich war, oder? Bei dem Concealer keine Frage, Becker. Hat Lancôme nicht eine Foundation rausgebracht, die dieser hier sehr ähnlich sieht? Ja, das ist definitiv MAC Paint Pot. Auch zu diesem Hydra Powder gab es mal von Becker ein Produkt und auch von Love. Der Bronzer ist schwierig, da würde ich sagen, entweder ist das so ein bisschen Art Deco-mäßig unterwegs. Es gibt aber auch von Clarin welche, die halt immer wieder in dieser LE sind, die dem auch sehr, sehr nahe kommen, wobei die noch ein etwas schöneres Pressing immer drin haben. Und bei der Palette gibt es, glaube ich, was Ähnliches von Zu Eva. Dieser Augenbrauenstift ist definitiv ein Dupe zu dem 9 von Benefit. Dieser Brow Pen könnte so ein bisschen was von dem Nabla haben. Puh, die Lidschattenpalette ist, glaube ich, nicht wirklich ein Dupe, ne? Aber hoch könnte vielleicht, also optisch definitiv, Anastasia Beverly Hills, aber welche? Vielleicht die Subculture. Der Lip Liner ist definitiv MAC und ja, das wäre es auch schon gewesen, ne? Schreibt mal gerne, wie gesagt, in die Kommentare, ob ihr noch irgendwas anderes gefunden habt. Ansonsten bin ich gespannt, was ihr dann auch schon im Laufe des Videos geschrieben habt. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!